Guten Abend, Leute. Heute haben wir was ganz Feines reinbekommen noch, oder besser gesagt gestern. Und das wollen wir euch heute einfach mal präsentieren. Und zwar haben wir hier wunderbar von der GSG, passend zur Weihnachtszeit noch, die neue STG 44 9mm PRK. So, die MB40 kennt ja fast schon jeder. Jeder weiß, das Ding macht Spaß. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, ob sie mit dem STG 44 genauso gut gebastelt haben. Hier für euch Live-Unboxing. Ihr seid jetzt live mit dabei, was wir heute alles hier so rausholen. Fangen wir doch einfach mal an. Das war das Sicherheitsfähnchen, das können wir glaube ich erstmal ignorieren. Also Sicherheitsfahne, einmal auf dem Boden, ist auch drin. Ansonsten sieht es klassisch aus wie bei der MP40 schon das Ganze. Einmal das schöne Gewehr. So, einmal hier das wunderbare Gewehr. Kommt ein Einzelteil, Schaft ist einzeln abgebaut, Magazin und eine Ladehilfe sehe ich soweit auch schon. Hier drinnen versteckt sich dann noch ein kleiner Pinöppel. Ich vermute mal für den Schaft das Ganze. Ja, ein bisschen wenig Platz auf den Tisch, aber das kriegt man schon hin. Du kannst auch einfach auf den Boden legen, wenn du willst. Alles gut. Zack. So. Und so. Ist somit leer. Brauchen wir das Ansehen, glaube ich, erstmal nicht mehr. So, hier ein schönes großes Magazin. Laut Beschreibung 25 Schuss sollen reinpassen. Eine ordentliche Anleitung nochmal. An sich, jeder von uns kennt Schreckschusswaffen, jeder weiß, wie funktioniert es, aber für Rückfragen einfach noch mal zum Durchlesen. Einen kleinen Aufkleber, wie es aussieht, ganz genau. Den sagengebotenen Plöppel. Und jetzt darum, warum wir das Ganze eigentlich machen. Das Gewehr an sich, was mir auf alle Fälle schon mal schön gefällt, es hat ein richtig gutes Gewicht. Also, das ist nicht bloß ein Plastikbomber, das hat. Oh, ich denke mal fast Originalmasse. Da ist auf alle Fälle mal schon nicht gespart worden. Ja, Schaft geht ganz simpel dran. So. Und wunderbar, Pinöppel, keine Probleme. Sitzt sehr stabil. So, was auch gleich auffällt, nichts mit Plastik. Das hier ist alles Metall, so wie es gehört. Richtiges Holz. Keine Plastikverarbeitung mit Holzoptik oder ähnliches. Metallkappen dran und, was wir hier auch schon sehen, wunderbar wie beim Original, dieses kleine Geheimversteck für Werkzeug, die letzte Zigarette oder ähnliches. Visierung, okay, ist einstellbar, wunderbar, einmal hier sowohl in der Höhe, als auch, wenn ich es richtig sehe, hier an der Seite. Gut, okay, ich denke mal auf Fleck einschießen braucht man das Ganze nicht, aber ist auf alle Fälle ein schönes Detail. Was mir auch schon ganz gut gefällt, ist ganz einfach die Oberfläche der Waffe. Es ist halt kein, naja, ich sag mal Hochglanz, poliert, lackiertes, also hässlich schwarz glänzend. Das gute Stück wirkt so, als hätten wir es frisch aus dem Bunker rausgeholt. Leichte Spuren dran, sieht man auch einfach ein bisschen an der Verarbeitung. Gefällt mir, macht das Ganze einfach ein bisschen authentischer an der ganzen Sache. Ansonsten, gut, wie gesagt, viel gibt es nicht zu sehen. Hier haben wir eine Sicherung, geht ganz einfach, leicht zu erreichen, blockiert den kompletten Abzug. Und beim Sichern, natürlich, kann das Ganze wunderbar losgehen. Ne? Wer jetzt natürlich sagt, ich habe die Sicherheitsüberprüfung vergessen, hat recht. Aber zum Glück, Sicherheitsfädchen ist drin, deswegen wissen wir alle schon Bescheid. Ne? Verschlussfanghebel, Entschuldigung, nicht Verschlussfanghebel, Verschlussdurchladehebel. Das Ganze hat ordentlich Spannung dahinter. Braucht man schon ein bisschen Kraft dafür, aber geht ganz geschmeidig ansonsten. So, ne? Das Ganze hier, wunderbares Magazin. Rastet sauber ein, klappert ein bisschen, aber gut, okay, wie gesagt, ist ja schon ein etwas älteres Modell, da wurde da jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, dass das Ganze stabil hält, es sollte halt einfach funktionieren, ne? So, Verschlussfang funktioniert ebenfalls, bleibt offen, na, hatten wir jetzt das letzte leere Magazin reingepackt, also auch das sieht nicht schlecht aus. So, und dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie sich das Ganze anhört. Dafür nehmen wir einfach mal klassisch Munition, die am häufigsten vorkommt oder zumindest mit am häufigsten gekauft wird. Einfach mal hier die Gecko 9mm PRK und einmal original von GSG, die Codex 9mm. Lasse jetzt den Aufkleber nicht bleiben, das ist bloß von unserem Lager übrig. Und dann schauen wir doch mal, wie sich das Ganze anhört.
Um das Video möglichst kurz zu halten, werde ich das Magazin jetzt nicht komplett füllen. Ich werde einfach mal 5 Schuss mit jedem machen. Und dann hoffen wir doch mal, dass das alles da auf der Bühne läuft. So, okay, also definitiv, dass die Ladehilfe in der Packung drin ist, hat einen Grund. Ohne ist es einfach viel zu schwer. Ich weiß, dass dieser Lademechanismus euch allen bekannt ist, deswegen, das könnte jetzt wahrscheinlich ein langweiliger Part sein, deswegen kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Wie gesagt, ich mache das Magazin jetzt nicht randvoll, ich packe einfach 5 Schuss jetzt von der Gecko als erstes rein und mache gleich hinterher die 5 Schuss von der Codex. Dann haben wir hoffentlich 10 Schuss am Stück und dann wissen wir auch gleich, ob es läuft. So lange gucke ich mal die Anleitung aus. Wir heißen an dieser Stelle mal alle 50 Live-Zuschauer mal herzlich willkommen. Macht sehr viel Scheiß. Ja, Respekt. Ordentlich. Also ich glaube, wir müssen es öfters mal machen. Ich mal hin. So, na, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal plus 10 Schuss geladen. Die ersten 5 Schuss, die wir jetzt hören, ist die Codex. Die nächsten 5 Schuss sind dann die Gecko. Wie gesagt, meiner Meinung nach erstmal die am weitesten und breitesten. Und wie gesagt, halt die Original-Munition, die halt vom Hersteller mitgeliefert wird. Wie wir alle wissen, der Hersteller gibt natürlich immer an, am besten die eigene Hausmunition nutzen vom selben Hersteller. Deswegen testen wir das Ganze mal und hoffen doch, dass er damit nichts weiter sagt. So, na, das Ganze sieht soweit schön aus. Normalerweise einmal kurz nach hinten und Schnips, wunderbar, schließt zumindest schon mal, keine Zuführstörungen. Ja, das Ganze ist natürlich etwas lustig. Ich habe nämlich gerade meinen Gehörschutz vergessen. Also wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen, wenn ich das Ganze jetzt abfeuere. Ich mache das auch alles nochmal in die Richtung. Da ist eine hoffentlich bessere Schussrichtung gegeben. Ne? Also nicht wundern, warum ich jetzt bloß eine Hand am Gewehr habe. So, dann lassen wir uns mal überraschen. So, das waren die ersten 5 Shots Codex Gold. Kein Problem, alles wunderbar rausgegangen. Keine Klemme oder ähnliches. Hat ein angenehmes Gefühl. Kein starker Rückschuss oder ähnliches. Repetiert sauber. Gefällt mir bis zur ersten Mal schon mal. Und dann gucken wir jetzt mal mit dem Gecko. Und da versuchen wir auch mal einfach mal ein bisschen auszureizen, was für eine Schussfolge man einfach ein bisschen rausholen kann. Dass man jetzt nicht hier so, ich sag mal, die langweiligen 2 Schuss in der Minute, sondern gucken wir mal, dass das Ganze auch ein bisschen schneller geht. So, da haben wir jetzt leider schon den ersten Klemmer. Jetzt die gute Frage, war es die Munition, war es meine Bedienung? Ja, anscheinend bloß eigentlich ausgeworfen, einer wurde durchgeladen. So, ne, also wenn ich das Ganze jetzt etwas langsamer geschossen habe, haben wir zumindest keine Störung mehr gehabt. Von daher ist jetzt die Frage, lag es wirklich an mir oder lag es an der Munition? Ganz einfach, das finden wir nochmal raus. Wir machen einfach nochmal 5 Schuss mit der Gecko und dann können wir hoffentlich sagen, dass es bloß ein Bedienfehler war. Okay. So, also definitiv ohne Ladehilfe wird es knifflig. Lieber mitnehmen. Diesmal machen wir das Ganze in die andere Richtung, damit ihr auch das Ganze mal ein bisschen seht, wie der Verschluss arbeitet. So, okay, ne? Und diesmal mache ich ein bisschen langsamer, damit wir halt sehen, dass die Munition hoffentlich einwandfrei funktioniert. Jetzt Kopf einziehen, nicht dass du es abkriegst. So, einwandfrei, 5 Schuss durch, Verschlussfang springt rein, so wie es sein soll. Also sagen wir einfach mal, das Ganze sollte mit etwas Bedacht geschossen werden. Wahrscheinlich wird es sich, ich sage mal wie bei der MP40, kennen wir alle noch die ersten Probleme mit dem Auswerfer, mit Auszieherkralle oder ähnliches. Das scheinen sie gleich überarbeitet zu haben, also hier scheint das Ganze gleich direkt zu funktionieren. Und ich denke mal, wenn man das Ganze ein bisschen genutzt hat, die Federn sich ein bisschen eingearbeitet haben, wird es wahrscheinlich auch mit ein bisschen schnelleren Schussfolge funktionieren. Jo, alles in allem, einfach mal abschließend zu sagen, schönes Gewehr, gefällt mir richtig gut, schön gemacht, sehr stabil,
Hat eine richtig gute Handhabung. Abzug geht schön einfach. Und wie gesagt, die Optik alleine, schon dieses Sammlerstück, ist der helle Wahnsinn. Also für die Wand, für die Vitrine definitiv was richtig Geiles. Richtig massiv, richtig schwer. Ja, von daher, wer die M40 mochte, der wird auch die STG44 mögen. Und in diesem Sinne, lassen wir uns doch einfach überraschen, was wir als nächstes bekommen werden, wenn es so in die Richtung Historisches weitergeht. Ganz ehrlich, wir warten eigentlich alle nur noch auf den K98er, dann haben wir eine schöne Dreier gespannt, komplett, denke ich mal. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hat euch vielleicht ein paar Einblicke gegeben. Das Ganze wunderschön halt auch noch passend zur Weihnachtszeit gekommen. Also wer noch überlegt, so ein Last-Minute-Geschenk ist nicht verkehrt für die richtigen Fans. Auf alle Fälle eine schöne Überlegung. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.